Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch eure eigene Backup-Datei erstellen könnt, die nicht an der Leistung des Servers kratzt, sondern die von eurer CPU-Leistung außerhalb des reservierten Bereichs für den Server die Backups erstellt. Sprich, der Server wird währenddessen eigentlich gar nicht laggen. Es sei denn, die Backup-Datei bringt euren PC so zum Laggen, dass es auch auf alle anderen Programme überspringt. Da kann aber auch kein Plugin was helfen. Außerdem könnt ihr hier ganz bequem das Intervall einstellen und welche Option ihr haben wollt, ob ihr es bestätigen wollt und so weiter und so fort. Wir fangen an. Wir kreieren in einer Batch-Datei ein Label mit Doppelpunkt. Die zweite Zeile lassen wir vorerst frei. Dann löschen wir den Backups-Ordner. Also wir entfernen eine Direction, eine Destination, einen Pfad, glaube ich auf Deutsch, weiß ich gerade nicht. Wir machen mit allen Unterordnern und wir machen das ohne Bestätigung. Also er soll sofort löschen. Und den Ordner nenne ich jetzt einfach mal Backups. Dann machen wir denselben Ordner nochmal. Sprich, wenn ein neues Backup erstellt wird, wird das alte gelöscht. Kann man auch beliebig umbenennen. Man könnte eine Variable einsetzen und dann Backup 1, Backup 2, Backup 2, Backup 3 und Backup 1, 2, 3, 4, 5 und so machen. Ja, Make Direction, Backups. Nur für die Leute, die jetzt nur einen Backup-Ordner brauchen, wie gesagt. Was machen wir dann? Wir kopieren und fügen die Dateien ein, und zwar von dem Ordner World mit diesem Sternchen bitte in den Ordner Backups. Ups, Backups. Und zwar wieder mit allen Unterordnern. Und dieses i bringt Folgendes, wenn das Programm zweifelt, ob es jetzt eine Datei oder ein Ordner ist, dann wird er immer annehmen, dass es ein Ordner ist. Also ohne dieses i funktioniert es bei mir nicht. Vielleicht wird es bei euch funktionieren. Bei mir tut es jedenfalls nicht. Ist nur so eine Angabe, wenn da irgendwas schief läuft, dann nimm an, dass das ein Ordner ist. So, der nächste Befehl wäre das Wartesignal. Dazu pingen wir einfach eine Adresse an, die es nicht gibt. 192.168.222.23452. Ja, irgendeine, die definitiv nicht belegt ist. Warum? Von der wird er keine Antwort bekommen. Das Ganze machen wir einmal und wir warten auf eine Antwort. Zum Beispiel jetzt mal 5 Sekunden plus 3 Nullen, weil er die Millisekundenangabe will. Und dann gehen wir zurück zu LOL. Jetzt habe ich hier auf dem Desktop die Backup.bat-Datei, einen Ordner namens Backups und einen Ordner World. Da ist jetzt gerade nur eine Datei drin. Diese wird jetzt hier drin erscheinen. Wir können den Ordner auch mal löschen. Sollte eigentlich funktionieren. Da ist er. Mit der Datei. Und da ist er wieder. Und wir sehen, es wird dauernd ausgeführt. Alle 5 Sekunden wird die Konsole jedes Mal größer. Und der Ordner wird neu erstellt und die neuen Dateien werden reinkopiert. Kann man nachschauen. Hier ist die Datei. Ja, beenden tun wir das Ganze einfach, indem wir aufs X drücken. Wo ihr das hier rein verschieben müsst, ist in euren Serverordner. Also in dem Ordner, stellt euch meinen Desktop einfach jetzt als Ordner vor und der Ordner World liegt da auch drin. Genauso wie der Ordner Backups. Also eigentlich sieht es dann so aus. Server. Ach, egal. So, wenn wir jetzt nicht wollen, dass die Konsole überfüllt, fügen wir hier oben einfach einen CLS-Befehl rein. Sprich, der löscht immer den ganzen Bildschirminhalt, wenn er hier oben wieder ankommt. Also, wir sind im Server F, machen ein Backup von World, alle 5 Sekunden. Ein realistischeres Intervall wären 10 Minuten. Das bedeutet also, wir machen hier statt 5000 ein 600.000 rein. 600 Sekunden sind 10 Minuten plus die 3 Nullen. Speichern das Ganze ab und können jetzt mal den Ordner
Backups löschen und schauen, ob es geht. Und es geht. Und hier ist auch die besagte Datei. Vielleicht kann der ein oder andere was mit anfangen. Ich habe diese Batch-Datei gerade eben geschrieben, weil auf dem Server das Plugin nicht so funktioniert hat, wie es will. Außerdem ist eine Batch-Datei dann sozusagen ausfallsicher, versionsunabhängig, ihr müsst nicht aktualisieren. Ja, also einfach die Backup-Datei mit dem Code, der in der Beschreibung steht, oder die Datei, die ihr runterladen könnt, in euren Serverordner schieben. Das hat ja gar keinen Sinn, oder? URLs kopieren und in Backups einfügen. Mit diesem Code. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.